Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Elienix und in diesem Video dreht sich alles um den Gipfel von Mount Komorebi. Viel Spaß! Den Berg findet ihr in der gleichnamigen Welt, die ihr hier im Hintergrund jetzt seht. Und diese Welt bekommt ihr mit dem Erweiterungspack Ab ins Schneeparadies in euer Spiel. Wie man sieht, orientiert sich diese Welt an Japan und sie ist im Spiel als Touristen-Hotspot bekannt. Also es gibt hier jede Menge Wohngrundstücke, aber eben auch Grundstücke, auf denen eure Sims Urlaub machen können. Der Gipfel von Mount Komorebi ist übrigens einer der vielen geheimen Orte in The Sims 4. Das Besondere an diesem geheimen Ort ist übrigens, dass es in Wirklichkeit nicht einer ist, sondern gleich drei. Es gibt nämlich zwei Zwischenstopps und die kann man auch nicht normal bereisen. Also die muss man alle entdecken. Und ja, man kann auf allen bauen. Es gibt übrigens auch im Base Game geheime Orte zu entdecken. Für die braucht ihr also keine Erweiterung und gar nichts. Einer dieser geheimen Orte ist die Waldlichtung in Willow Creek. Darüber habe ich übrigens auch schon ein Video gemacht, das findet ihr hier rechts oben. Das ist Mount Komorebi. Jetzt könnt ihr noch einen besseren Blick darauf werfen. Ich muss sagen, ich finde diese Welt großartig. Also dieses Zusammenspiel aus dieser Berglandschaft mit dem ganzen Schnee und dann haben wir hier noch die Tallandschaft. Das Besondere an diesem Erweiterungspack ist, dass eure Sims jetzt auch Skifahren und Schlitten fahren können. Und zwar Sims jeden Alters. Also, außer Babys natürlich. Aber Babys können in Sims 4 ja eigentlich eh nichts außer schreien. Also ja. Was ist eigentlich deine Meinung zu den Babys in Sims 4? Ich muss sagen, für mich sehen sie nämlich eher aus wie Puppen als wie lebendige Wesen, was das Ganze irgendwie ein bisschen gruselig für mich macht. Aber vielleicht liegt das auch eher an mir als an Sims 4, ich weiß es nicht. Zurück zum Thema. Hier hinten sehen wir schon ein wenig von dem Gipfel von Mount Komorebi und wie wir sehen, wir können ihn normalerweise nicht bereisen. Um dorthin zu gelangen, müssen wir nämlich auf einen von diesen drei Orten. Aber ich zeige euch das jetzt gleich. Ich bin wieder mit meiner Familie Smith unterwegs. Die Kinder werde ich für diesen Ausflug aber zu Hause lassen. Das heißt, es werden sich nur Marie und Daniel auf die Reise machen. Um auf den Gipfel zu gelangen, müssen wir erst hier auf eines der Grundstücke in der Nachbarschaft Yukimatsu reisen. Dann reisen wir jetzt einfach einmal hier in dieses Badehaus. Um auf den Gipfel des Berges zu gelangen, müssen wir natürlich zwei Dinge machen: Wandern und Klettern. Um genau zu sein, müssen wir nämlich die örtliche Bergtour erfolgreich abschließen. Dafür benötigen wir jetzt zwei Sims, nämlich einen Bergführer und einen, der mitgeht. Nehmt hierbei am besten zwei Sims, die ihr wirklich aktiv spielt. Damit ist es viel einfacher, die Herausforderungen abzuschließen. Zudem benötigen eure Sims eine hohe Kletterfähigkeit. Alles ab Level 8 sollte funktionieren. Meine haben das jetzt natürlich nicht und deshalb werde ich das jetzt schnell ercheaten. Wenn ihr das auch ercheaten möchtet, aktiviert zuerst die Cheat-Leiste, also mit Steuerung Umschalt und C. Der Cheat, damit beide jetzt Level 10 der Kletterfähigkeit erreichen, ist ein wenig komplizierter. Und zwar stats.set_skill_level Leerzeichen Major_rock_climbing und dann Leerzeichen 10 und dann Enter. Und jetzt sehen wir, Daniel hat die Fähigkeit Klettern perfektioniert. Level 10 der Kletterfähigkeit erreicht, Daniel hat die Spitze der Kletterfähigkeit erreicht und kann andere im Klettern unterrichten und ihnen Tipps geben. So, und dasselbe machen wir jetzt auch noch einmal für Marie. Also, stats.set_skill_level Leerzeichen Major_rock_climbing Leerzeichen 10. Und jetzt hat auch Marie die Kletterfähigkeit maximiert. Und ganz wichtig, nehmt etwas zu essen mit. Eure Sims brauchen nämlich am Berg einmal Essen, um eine Aufgabe erfolgreich abschließen zu können. Ware aus dem Verkaufsautomat erhalten, du findest die Einkäufe in deinem Inventar. Ja, logisch. Gut, jetzt sind wir bereit für die Bergtour und können die über ein Ereignis starten. Ereignis hinzufügen, Bergtour. Bist du bereit, eine Bergtour zum Gipfel des Mount Komorebi zu leiten? Verbessere deine Kletterfähigkeit, packe Ausrüstung und Essen ein und überprüfe die Gebirgsbedingungen. Nicht jeder schafft es bis zum Gipfel. Alle, die gut vorbereitet sind und die Spitze erreichen, werden mit einer atemberaubenden Aussicht und jeder Menge Stoff zum Prahlen belohnt. Gut. Bergführer nehmen wir einfach Marie und das Bergtour-Tourmitglied ist Daniel. Hier müssen wir jetzt noch den Ort auswählen, hier sind wir gerade und wir starten gleich jetzt. Die erste Aufgabe, die ich jetzt erfüllen werde, ist die Kletterbereitschaft des Bergführers prüfen. Hier müsst ihr auf euren Bergführer draufklicken und dann kann er selbst die Kletterbereitschaft des Bergführers überprüfen.
Marie überprüft jetzt die Kletterbereitschaft von Daniel und dann wird sie sich vor dem Klettern schnell dehnen. Beeil dich übrigens lieber, die Zeit ist ziemlich knapp und man kann das Ereignis auch nicht verlängern, man kann es nur vorzeitig beenden und das möchten wir natürlich nicht. Wir haben jetzt noch zwei Aufgaben und zwar müssen wir einmal eine Steinwand erklimmen und zweitens müssen wir die Teilnehmer der Bergtour in der Nähe der Wanderkartenmarkierung an der Spitze der Kletterroute versammeln. Den Weg dorthin fand ich übrigens am Anfang ein wenig kompliziert, in Wirklichkeit müsst ihr einfach so weit wie möglich hinauf und dann sehen wir hier schon eine Kletterwand. Hier können beide einmalig beherzt klettern und dann müssen sich beide hier versammeln. Deswegen zusammen hier hingehen. Marie wartet jetzt schon bei der ersten Wanderkartenmarkierung und Daniel klettert auch gerade nach. Klettern ist schrecklich. Nein, er muss klettern mögen. Sehr gut, das sozusagen erste Level haben wir jetzt abgeschlossen und hier können wir jetzt auf Weitermachen gehen, um weiter auf den Berg zu gelangen. Bereit, den Berg weiter zu erklimmen? Ja, wir sind bereit. Jetzt sind wir am ersten Zwischenstopp angelangt, wir müssen uns wieder versammeln, die Bedingungen der Kletterroute prüfen, eine Steinwand erklimmen und ein Sim muss sich mindestens eine Stunde ausruhen. Ich hätte gesagt, wir beginnen mit dem Ausruhen. Daniel soll jetzt einfach hier schlafen, ich hoffe schlafen ist ausruhen und Marie wird sich dann um die restlichen Dinge kümmern. Und zwar werden wir jetzt hier einmal vorsichtig hinaufklettern. Daniel hat sich jetzt eine Stunde ausgeruht. Er wird jetzt hier noch die Kletterwand auf Bedingungen prüfen. Dann wird er hier hinaufklettern und dann muss er sich hier versammeln. Die beiden haben jetzt wieder alle Aufgaben abgeschlossen. Bevor wir aber weitermachen, zeige ich euch noch ganz kurz ein kleines Geheimnis. Auf diesem Grundstück können wir nämlich mit Hilfe von einem Cheat bauen. Dafür müssen wir erstmal wieder die Cheats aktivieren mit Testing Cheats True. Dann müssen wir eingeben bb.enableRebuild. Jetzt ist der Rebuild-Mode aktiviert und wie ihr seht, können wir jetzt hier auf den Baumodus zugreifen. Hier oben ist jetzt ein kleines Grundstück erschienen und zwar das Mount Kemmerabi Basiscamp. Das ist ein 20x15 Grundstück und auf diesem können wir jetzt alles bauen, was wir gerne möchten. Und hier könntet ihr jetzt eben dieses Basiscamp so einrichten, wie ihr möchtet. Ihr könntet zum Beispiel ein Zelt platzieren oder sogar ein kleines Häuschen oder einfach das Ganze sonst irgendwie verschönern, was auch immer euch einfällt. Aber jetzt machen wir weiter. Wir klicken wieder auf Weitermachen und nochmal auf Weitermachen. Alle sind begeistert, so hoch auf den Mount Kemmerabi aufgestiegen zu sein. Die Bergführerin hat das Merkmal Fähige Bergsteigerin erhalten. Fähige Bergsteigerin. Diese Sims haben gute praktische Kenntnisse über die Kletterrouten des Mount Kemmerabi. Dieser Umstand wird ihre Erfolgschancen beim Klettern, beim Abschließen von Zielen auf der nächsten Bergtour und bei anderen Outdoor-Aktivitäten ein wenig verbessern. Sehr cool. Nun kommen wir wieder zu den Aufgaben. Wir müssen uns wieder versammeln, einen Sim etwas essen lassen, einen Sim beherzt klettern und ein Lagerfeuer anzünden. Gut, Marie wird jetzt einfach diesen Hotdog essen und Daniel wird in der Zwischenzeit hier das Lagerfeuer anzünden. Dann muss noch einer unserer Sims beherzt klettern, das wird einfach Marie übernehmen, beherzt klettern. Daniel hat das Lagerfeuer angezündet und deswegen kann jetzt auch er hier hinaufklettern. Hier von der Kletterwand aus müssen die beiden jetzt ein wenig gehen und hier dann dort entlang befindet sich die nächste Markierung. Und gleich haben wir das nächste Level abgeschlossen. Bevor wir jetzt hier auf Weitermachen klicken, zeige ich euch jetzt noch einmal, wo ihr hier bauen könnt. Und zwar wieder BB, Enable, Rebuild und Enter. Und jetzt haben wir hier unten die Möglichkeit, etwas zu bauen. Übrigens, falls ihr vergessen habt, euren Sims etwas zu essen mitzugeben, ist auch dieser Ort super, um einfach einen Kühlschrank hinzustellen und dann könnt ihr alle Aufgaben ohne Probleme erfüllen. Und wieder klicken wir auf Weitermachen. Und wir sind da! Die Gruppe erreichte den Gipfel des Mount Kemmerabi. Nachdem sie mit Stil und Anmut den Toketsu-Eiswall durchquert hatte, alle sind euphorisch. Die Gruppenmitglieder dürfen sich zum exklusiven Club der Sims zählen, die zur Demonstration ihrer Leistung eine Bergsteigermütze und ein Armband tragen dürfen. Die Bergführerin hat das Merkmal meisterhafte Bergsteigerin und ein hübsches Abzeichen zum Aufhängen an die Wand erhalten. Jetzt haltet euch fest! Das ist der Gipfel von Mount Kemmerabi. Es ist mit Abstand das schönste Grundstück, das ich jemals in den Sims gesehen habe. Man sieht hier nur diesen Nebel und nicht einmal auf das Tal hinunter. Und dieser ganze Schnee und die Klippen, es sieht unglaublich mystisch und einfach wunderschön aus. Vielleicht ist es euch aufgefallen, ohne Cheats wäre das für mich kaum möglich gewesen. Ja,
Lasst mir doch mal einen Kommentar da und sagt mir, wie viele Cheats ihr gebraucht habt oder ob ihr es tatsächlich ohne geschafft habt. Das würde mich wirklich interessieren. Wie ihr euch vielleicht schon gedacht habt, auch hier können wir bauen. Gecheatet haben wir ja schon vorhin, deswegen ist der Baumodus jetzt auch noch da. Direkt auf der Spitze des Berges haben wir jetzt das Grundstück Gipfel des Mount Komorebi. Und wie wir sehen, ist es ein 20x20 Grundstück. Schauen wir mal, was die Galerie so zu bieten hat. Ich werde jetzt einfach mal den Hashtag Hut eingeben, also für Hütte. Nehmen wir hier einfach gleich mal das erste, das Romantic Starter Home, und platzieren es auf dem Gipfel von Mount Komorebi. Wow, ich hatte kurz die Befürchtung, dass es hier nicht hinpasst, aber es sieht großartig aus. So, hier haben wir einen kleinen Teich, ein paar Pflanzen und dann haben wir noch dieses kleine romantische Starterhaus. Ich meine, schaut es euch an, es ist perfekt und es passt perfekt hier hin. Und jetzt stellt euch vor, eure Sims-Familie lebt hier. So richtig abgeschottet von allem anderen. Einfach die ultimativen Außenseiter am Gipfel eines Berges. Ja, es ist einfach perfekt. Das war's jetzt auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe natürlich, ihr findet jetzt auch auf den Gipfel des Mount Komorebi. Übrigens, was euch vielleicht aufgefallen ist, ich struggle ein wenig damit, was ich auf den Zwischenstopps platzieren könnte. Also, falls ihr Ideen habt, lasst diese gerne in den Kommentaren da. Und falls ihr schon selbst etwas gebaut habt, würde ich mich natürlich auch sehr über eure Galerie-ID freuen. Und wie immer, ich freue mich über jedes Like, über jedes Kommentar und über jeden Follow. Ich bin ganz neu bei YouTube und ich kann genau deine Unterstützung wirklich sehr brauchen. Meine Videos über die Sims kommen genau auf diesem Channel zweimal die Woche, nämlich einmal am Montag und einmal am Donnerstag. Dann hoffe ich, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!